Alter, was geht ab, Leute, Junge? Willkommen zu meinem ersten Dark Day Raid. In den letzten paar Sekunden geschafft, erreicht. Es geht schon hektisch los. Ich hatte jetzt keine Zeit, ein Team auszuwählen. Es sind aber ein paar Machomai dabei auf jeden Fall. Hatte gerade noch so Zeit, ein Glücksei zu zünden. Denn heute steigen wir komischerweise mit vielen Leuten auf. So, schauen wir mal, wie viele Leute sind wir denn? 21, 36 wollen wir sehen. Der ist Unlicht, X-Raid Arena, eigentlich alles gut. So, außer dieses Galaxo, das da gerade verwendet wurde. Der wurde ja auf T6 erhöht, soll schwierig sein. Ist jetzt kein Kinderschlecken. Ihr seht, wir sind 11 Leute. Und es geht recht zäh. Hier, Deutsches Museum, Verkehrszentrum. Das ist unsere Arena hier. Go, go, go. Alter, irgendwas greift hier mit Hydropumpe an. Okay. Ja, es geht, es geht. Hälfte. Schreibt unten in den Kommentaren, wie es bei euch so lief. Habt ihr schon einen gemacht? Wie gut war der? Wie gut unserer war oder wird, das werden wir noch sehen. Und bevor ich es vergesse, falls ihr mich und den Kanal unterstützt wollt, gebt ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder die Glocke. Meine Machomais fallen aber auch um wie Fliegen. Spukball zu mächtig gegen den. Oh mein Gott, Palkia. Es tut mir leid, jetzt bin ich der mit den schlechten Angreifern. Ist aber auch mein letztes Pokémon, also Team weggehauen. Ja, wir gehen nochmal raus. Komm mit einem stärkeren Team wieder rein. So. Ja, so viel besser ist es nicht, aber geht schon für den Rest. Hagiyama, packen wir mal den aus. Kampf. So. 11 Leute, Hälfte der Zeit. Ist schon 10. Wobei, ein paar von den Accounts zählen nicht. Trigger Accounts. Boah, ey, geh doch down. Setzt euch mal ab und dann schauen wir mal, was wir bekommen. Erstes Darkrai. Doppelbombo ist auch am Start. Vergesst nicht, eure silbernen oder Ananas zu werfen. 2065, oh mein Gott, ey. Richtig schlecht. Schauen wir mal, wie der zum Werfen ist. Wie verrückt der rumspringt und so. Bewegt sich schon mal zur Seite, links, rechts ist immer leidend. So, Tour geht weiter. Wir sind schon ein bisschen angeschlagen. Wir holen Gasapo und Kikli raus. Leidend. Wir haben jetzt 4 gemacht, das ist der 5. Ich habe alle gefangen. Nichts Besonderes dabei gewesen. Der ist echt leidend zu fangen. Nach links, nach rechts. Gefällt mir schon mal nicht. Kostet Zeit, kostet Geduld. Nicht mein Ding. Schauen wir mal. Wir haben hier irgendeinen kleinen Jahrmarkt entdeckt. Das ist sogar ein Karussell. Nicht Karussell, Riesenrad. Zeige ich euch mal, falls ihr das sehen könnt. Warte mal, kommen wir irgendwie besser ran? Da ist ein Karussell. Wir sehen uns wieder, wenn ich den abhole.
dann ein Instagram-Fotoshoot. Direkt wieder umdrehen. Was kriegen wir hier? Hm. 21,4. Ich glaube sogar unser Bester heute. Der erste über 21. Ja, nein. Ist noch früh. Kommt schon noch. Kommt schon noch. Immer Silberne benutzen für die Quest. 108 Bären verwenden. Das ist, glaube ich, das Beste. Legendäre Silberne Ananas. Doppelbonbon, vierfach mit Ananas und dem Event. Ist okay. Falls er drin bleiben würde. Nächste Raid, schauen wir mal. Wir haben gerade einen Shigi mitgenommen sogar. Ist aber leider nicht Shigi, leider nicht Shiny geworden. So, Darker, Alter. Gib mir was. Gib mir 20,99. Nee, Alter. So, zwei Sachen noch. Erstens, wir haben den gefangen, der war schlecht. Achso, habt ihr ja gesehen. Aber Quest muss immer noch die Bären füttern und dann neue Stops drehen. Und Niantic Wayfarer. Wayfarer? Niantic Wayfarer. Ja, so heißt es. Einladung ging los. Anscheinend kann ich jetzt bewerten. Begin reviewing. Start training. Review before you can begin, we need you to take a test. Ah, okay. Test muss ich machen und dann können wir anfangen. Interessant. Hm. Nehmen wir an, alle Level 40er wurden eingeladen. Nächster Raid, Leute, schlüpft erst in 8 Minuten. Irgendwie ist voll ruhig. Der Hype ist nicht wirklich da. Ich bin nicht wirklich gehypt. Ist irgendwie schon zäh, leidend. Keine Ahnung. Ist nicht so geil irgendwie gerade. Ich habe irgendwie viel mehr Bock, die neuen Rocket Stops zu machen. Die neuen Quests mit den zwei geilen Sachen. Paar Makabaja zu jagen. Lichtel zu jagen. Und noch irgendwas. Irgendwas noch. Und die Verkleideten zu raiden. Also irgendwie habe ich so gar keinen Bock auf Dark Kai. Tut mir leid, Dark Kai. Irgendwie fühle ich es nicht. Vor allem, der kommt eh nochmal shiny. Und wenn, dann mache ich eh am Mittwoch die Raid-Stunde mit. Also irgendwie nicht so gehypt auf Dark Kai. Ich weiß, der ist gut und so, bla bla, aber keine Ahnung. Ich habe schon zwei Rocket Stops gemacht. War interessant, war schon relativ schwer. Ich muss sagen, eigentlich der schwerste bisher. Aber nichts Gutes bekommen bisher. Kein Shiny Kanemania. So, hat alles geklappt. Ich bin rausgeflogen. Aber ich bin wieder reingekommen. Die anderen haben ihn erledigt für mich. Dementsprechend keine Schadensbälle. Und 21,22, der Beste für heute. Den müssen wir doch fangen. Auch wenn er nicht so toll ist. 93er vielleicht? Hm, schauen wir mal. Verpabbelhaft. So muss laufen. Kurzer Trip zurück in die Heimat. Man braucht mich für einen Raid. Und möglicherweise einen Glückstausch mit dem Kollegen, der dort ist. Also kleiner Abstecher nach Hause. Endlich. Tauschen wir mal unser erstes Gaikwasi hier. Der wird wahrscheinlich hier schlecht. Und dann gehen wir schnell in den Raid rein. Der ist sogar noch aus Kassel. Grüße gehen raus an die Kassler, Alter. Warten, was? Nicht traden? Achso, der ist nicht shiny. Oh mein Gott. Ich hab grad gesehen, du. Oh mein Gott. Ich hab nicht aufgepasst. Ja, lass dir einfach nur nehmen, dass irgendeinen hier. So, jetzt. Oh Mann. Ich habe gedrückt. Wir haben gedrückt. Deine Kamera ist nicht mehr an. Doch. Ja, alles schwarz. Nein, na, schlecht. Schauen wir mal hier. Vielleicht bringt es ja hier Glück, dass wir hier ausgeholfen haben. Ich habe nicht hingeschaut. Aber es sah hoch aus. Es sah hoch aus. Nein, endschlecht. Voll verschaut. Jo Leute, was geht? Nächster Morgen, wir sind wieder zu Hause. Tour war okay, ich würde nicht sagen erfolgreich. Irgendwie hat die Action gefehlt, der Hype. Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich einfach zu müde war. Die letzten paar Tage waren schon hart. Das Interesse an Darkrai ist wieder ein bisschen höher. Vor allem habe ich gerade gelesen, Spukball Darkrai soll auch ziemlich krass sein. Versucht da, aber das Interesse eben am Farmen, an den Quests, an den Stops, Rocket Stops, an den wilden Lichtelspawns, Goblet, wie auch immer der heißt. Ist auch ein Makabaja, Shiny jagen und so. Und
Die Raids, die 1er mit den shiny verkleideten Startern, interessiert mich schon mehr. Aber ich versuche halt irgendwie dazwischen hier und da mal einen Darker-Raid mitzunehmen. Also nicht nur einen, also schon mehrere, aber jetzt nicht auf große Tour gehen. Das hat, glaube ich, keinen Sinn während des Events. Ist halt nur 2 Wochen da, also an sich sollte man schon auf Tour gehen, aber ich denke, die Raid-Stunden reichen. Da wird krass abgegangen. Und an sich müssen ja auch 2 Raid-Stunden da sein. Und ja, der Rest wird, glaube ich, einfach hier und da mal reingeschoben. Vor allem in der Arena, die ich noch auf Goldwoche ist. Ist, denke ich, auf jeden Fall machbar. Ansonsten kam gestern natürlich jetzt die Einladung zum Niantic Wayfarer Beta-Test. Ihr müsst da einen kleinen Test machen, das sind 10 Fragen. Ihr müsst einfach die Portale richtig bewerten und dann dürft ihr Portale bewerten. Ich habe gestern auch schon einen bewertet, aber was ich gelesen habe, was Murat mir geschickt hat oder in die Gruppe geschickt hat, wenn man 100 erzielte Übereinstimmung hat, kriegt man ein Upgrade. Wenn ich das richtig verstehe, ist ein Upgrade irgendwie sowas, wo du deinen Teil, deinen Stop priorisieren kannst und der dann früher bewertet wird oder schneller durchkommt oder schneller bewertet wird, irgendwie sowas. Falls ich das richtig verstanden habe. Falls nicht, könnt ihr mich gerne korrigieren und in den Kommentaren. Aber ja, dadurch entsteht halt der Anreiz zu bewerten, korrekt zu bewerten, damit dann deine eigenen Stops durchkommen und dann müsste es demnächst mal hier abgehen. Das ist auf jeden Fall ein guter Schritt, vor allem jetzt am Anfang sind viele gehypt, viele wollen bewerten und ich denke, jetzt geht eine Menge voran. Das heißt für uns, wir können wieder ein paar Sachen einreichen. Wenn Sachen durchkommen, macht es auch Sinn, wieder Sachen einzureichen. Und ich habe da noch ein paar Kandidaten im Auge. Vor allem meine ersten Einreichungen waren nicht so toll, die kann man übrigens auch in seinem Profil sehen, die Einreichungen, die man bisher hatte. Da steht dann auch, ob die gerade in Bearbeitung sind oder in Warteschlange oder ob sie abgelehnt wurden oder so. Und man kann sie auch zurückziehen, also ich habe 2, 3 zurückgezogen, weil die waren echt Schwachsinn. Ein paar, die waren gut, ich hoffe, die kommen demnächst durch. Einen habe ich sogar auf Priorisieren gedrückt und da stand, ich kann das nur einmal machen, ich hoffe, ich habe das nicht irgendwie verschwendet. Aber ja, ich denke, da geht's. Vor allem, man hätte nicht so früh damit gerechnet. Ich dachte irgendwann Dezember oder so vielleicht, November. Kam doch recht jetzt relativ schnell nach der Ankündigung raus. Also ich denke, da geht jetzt einiges voran und wir sehen demnächst neue Stops. Und natürlich gibt es auch noch schlechte Einreichungen und ja, keine Ahnung, wie das so ablaufen wird. Es müsste eigentlich auch irgendwie eine Bestrafung geben, dass da nicht jeder Schmarrn von jedem gut bewertet wird. Aber wir können auf mehr Stops demnächst hoffen und je mehr Stops, desto besser. Solange sie gut sind, natürlich. Ich gehe auf jeden Fall jetzt raus. Bisschen farmen, Doppelbonbon, paar Shinies jagen, paar Raids machen, paar Quests machen, paar Rocket Stops machen. Oh ja. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Vs ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon Serious Business.